Guten Morgen, liebe Kalwe-Kinder von der 1. Klasse. Und liebe Eltern und alle die, die jetzt daheim unseren Gottesdienst verfolgen. Schade, seid ihr nicht da. Die Mauer in der Kirche, in der neuen, renovierten Kirche, und könnt gerade schauen, was da alles anders geworden ist. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen. Aber wie gesagt, wir können im Moment der Gottesdienst halt nur so feiern, dass die daheim schauen und wir hier in der Kirche zu Mauri sind. Wir würden euch gerne heute eine Geschichte erzählen. In dieser Geschichte geht es um Mut. Kommt noch etwas in Sinn, oder schon mal müssen mutig sein? Vielleicht, wenn ihr mal noch einmal ganz hoch rauf seid gegangen und ein bisschen Angst hatte, hat es nach Mut gebraucht. Oder vielleicht hat es nach Mut gebraucht, wenn ihr mal etwas gemacht habt, oder vielleicht nicht hätte erzählen, aus einer Mutti oder einem Vati müssen erzählen. Das braucht manchmal auch Mut. Und in dieser Geschichte geht es eben genau um das. In dieser Geschichte geht es um vier Tiere. Eine Maus, einen gemütlichen Schneck, einen gumpigen Frosch und einen ganz neugierigen Spatz. Die vier hocken alle am Ufer des Weihers. Die Maus ist da, weil sie nicht gewusst, wo sie sonst hergehen soll. Der Schneck ist da, weil die Maus da ist. Und der Frosch, der ist heute auf einen Sprung vorbeigekommen. Und der Spatz wollte wissen, was die anderen hier machen. Ja, ja, sagt der Schneck. Und die anderen nicken. Was jetzt? Rief der Spatz ganz aufgeregt. Und alle denken, ja, was jetzt? Endlich kommt dem Frosch etwas in Sinn. Wisst ihr was? Wir machen Wettbewerb, wer von uns am mutigsten ist. Helft ihr? Gute Idee! Eine super Idee. Ja, das machen wir. Alle haben geklatscht mit den Pfötchen, den Flügeln und dem Fühler. Die Maus macht gerade den Anfang. Ich tauche zuerst zum anderen Ufer vom Weiher und wieder zurück, ohne einmal aufzutauchen, hat sie gesagt. Der Frosch ist enttäuscht. Quack, so ein Quack, das habe ich noch gar nie gehört. Das ist ja gar nichts Schwieriges. Das ist ja das Einfachste, was man machen kann. Die Maus ist ein bisschen beleidigt. Ich bin doch kein Frosch. Für eine Maus ist das etwas ganz Verrücktes. Schon gut, hat der Spatz gesagt. Zeig mir mal schauen, wie du das machst. Die Maus hat sich parat gemacht, hat tief Luft geholt und ist losgeschwungen durch den Teich, durch die Tiere, durch, die sie noch nie gesehen hat. Sie hat das andere Ufer. Fast ist ihr die Luft ausgegangen. Sie hat hurtig gekehrt und ist wieder zurück. Und atemlos ist sie aus dem Wasser gekommen. Und der Frosch, der war fein ein bisschen beeindruckt vorher. Potz, potz, mutig, mutig. Du bist ja ganz eine gute Taucherin. Du hast das nicht schlecht gemacht. Und alle haben geklatscht. Jetzt kommt der Frosch an die Reihe. Ich frisse heute kein einziges Mückeli, kein Fläugeli und schon gar keine Libellen. Ich frisse, Achtung, eine ganze grosse Seerose. Der Schneck ist bodenlos enttäuscht. Aber das ist doch überhaupt nicht mutig. Ich frisse immer ein solches grünes Zeug. Ja, du denkst schon, hat der Frosch gesagt. Aber für mich als Frosch braucht es, denk, Mut. Schon gut, sagt die Maus. Also Frosch, mach mal. Der Frosch kommt in den Teich und sucht sich das grösste Seerosenblatt. Und wirkt es mit Samt und Stumpf und Stiel ab. Er verschluckt sich fast und hat dann alles abgebissen. Ha, Patz, mutig, mutig.
Das ist aber auch etwas Besonderes für einen Frosch. Alle haben ihm zugeklatscht. Und dem Frosch war es fast ein bisschen schlecht nach so einem grossen Seerosenblatt. Jetzt kommt der Schneck. Der Schneck ist ein bisschen hin und her geschleimert und hat sich fast nicht gewagt zu sagen, was er machen will. Er hat angefangen. Ich komme jetzt aus meinem Haus raus, gehe einmal rund um mein Schneckenhäuschen herum und erst dann gehe ich wieder zurück in mein Haus. Der Spatz kann es nicht fassen. Das ist doch überhaupt nicht mutig. Ich habe mein Ei schon am ersten Tag abgestreift und nachher bin ich nie mehr zurückgegangen. Die Schnecke hat sich schon ganz beleidigt in sein Haus zurückgezogen. Da hat die Maus wieder gesagt, komm jetzt, schon gut. Ein Ei ist, denke ich, kein Schneckenhäuschen. Also Schneck, komm, mach mir, weil ich schaue, ob du das schaffst. Und der Schneck ist raus, ganz raus, ist um das Häuschen um, hat sich langsam wieder ins Häuschen reingezwängt und musste schauen, dass es kein Knosch gibt, dass er wieder vorne und hinten nicht verwechselt. Jetzt ist das Häuschen ein bisschen schräg gehöckelt. Aber er hat es geschafft. Und der Spatz war ganz begeistert. Potz, potz, mutig, mutig. So etwas hat man noch gar nie gesehen. Alle haben geklatscht mit den Pfötchen, den Schwimmhütchen und den Flügeln. Jetzt kommt noch der Letzte. Alle schauen gespannt auf den Spatz. Alle wissen, die Spatzen sind manchmal ein bisschen frech und neugierig und auch besonders mutig. Und alle sind gespannt, was der macht. Der Spatz gümperlt hin und her und sagt, also ich helfe nicht mit. Was? Das kannst du jetzt also nicht machen. Der Frosch ist enttäuscht. Aber plötzlich geht auch ihm das 20 runter. Etwas nicht machen, was alle von ihm erwarten, das braucht nämlich ganz viel Mut. Und so haben sie alle gejubelt und haben Freude gehabt an ihrem Wettbewerb, den sie gemacht haben. Wer der Beste war, das kann man nicht messen. Weil Mut ist nicht messbar. Das ist für alle etwas Besonderes und auch etwas anderes. Es ist nicht für alle das Gleiche. Wo gern mit den Zähmen bleiben, gibt's eine Rabe.
heisst auch, zu sich selber zu stehen. Das heisst, dass man das, was man in sich innen spürt, das, was sich richtig oder eben auch nicht so gut anfühlt, auch sagt, egal was die anderen da dazu könnten sagen. Können Nein sagen und sich für die anderen, die schwächer sind, einzusetzen, das ist ganz festmutig. Das ist manchmal sehr schwierig, weil das ganz, ganz viel Mut braucht. Für das wir immer wieder so Mut haben können, möchte ich gerne mit euch ein Gebet beten. Lieber Gott im Himmel, ich bitte dich, dass du uns deine Gegenwart immer wieder spüren und uns auf unserem Weg begleitest, dass wir uns sicher und geborgen fühlen können. Gib uns immer wieder Mut, dass wir uns selber spüren können, zu uns stehen können und sagen, was für uns richtig und wichtig ist. Gib uns immer wieder Vertrauen, dass wir unsere Stimme haben, wenn ein Mensch nicht gut von anderen behandelt wird. Schick du uns den Heiligen Geist, damit er uns alle verbinden kann, dass wir einander unterstützen können und uns helfen, wenn das jemand braucht. Amen. Als Abschluss möchten wir mit euch das Segenslied «Frieden wünsche ich dir» zusammen singen. Ich wünsche euch allen eine ganz gute Zeit und freue uns, euch bald lernen zu kennen.